Ja, grüß Gott beieinander. Ich habe Angst gehabt, dass ich zu spät komme wegen den Klimakleber, aber das waren bloß ein paar Versprengte, weil der Großteil ist ja in Urlaub geflogen. Ich habe einen gesehen von der Stadt, der gelbe Warnweste noch gehabt, der ist hinten drauf gestanden. Ohne Hirn und Arbeitgeber wird man einfach Klimakleber. Ja, grüß Gott beieinander und herzlich willkommen zur Präsentation des diesjährigen Wiesenkrugs der Landeshauptstadt München, die ich in diesem Jahr übernehmen darf. Danke an Clemens. Schön, wenn man von der Frauenquote auch mal profitieren kann. Nein, im Ernst, als mich der Clemens gefragt hat, dann hätte ich auch zugesagt, wenn ich keine Frau war. Weil wer könnte schon Nein sagen zu dem Mann mit dem schönsten Amt in der bayerischen Kommunalpolitik? Dem einzigen Politiker, dessen Diäten in Freibiermarken ausgezahlt werden. Man könnte fast sagen, der Monaco-Franzi aus dem Münchner Rathaus, nur halt ohne Weibergeschichten. Von der Statur her eine bayerisch-griechische Gottheit, also eine Mischung aus Stavro Kostadinidis und Franz Josef Strauß, mit dem spitzbübischen Grinsen eines Toni Reuterer, der ist übrigens, glaube ich, da, oder? Wo ist er denn? Also da sitzt er, servus. Und der rustikale Coolness eines Hubert Aiwanger, quasi der Wiesen Don Corleone im Trachtenanzug, der Pate der Wiesenwirte. Wenn der dir ein Angebot macht, das kannst du natürlich nicht ablehnen. Hä? Übrigens, ist das nicht ein schönes Wort, Wiesenwirt? Ha?